Euer Support ist unglaublich. Alle drei ersten Episoden deutlich über 1300, sogar über 1500 Likes. Wenn euch das Ganze hier wieder gefällt, würde ich mich auch hier über den fetten Daumen nach oben freuen. Positive Bewertung, wenn ihr weiter auf die Fortuna Düsseldorf-Karriere Bock habt. Und damit Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zur nächsten Episode. Direkt hier im Menü Fortuna Düsseldorf trifft jetzt also als nächstes am 1. September auf die Eintracht aus Frankfurt. Und eure Bewertung hat also hier auch ein Stück weit was ergeben. Ja, wir gehen mal ganz kurz in den Kalender. Ihr habt abgestimmt aus der letzten Episode. Ich blende euch jetzt hier direkt mal ein. Frankfurt haben wir hier, dass wir selber spielen sollen. Genauso auch das Derby gegen Gladbach. Und dann haben wir hier Simulation gegen Wolfsburg. Simulation auch gegen den Sportclub aus Freiburg. Später gibt es die Abstimmung für den nächsten Monat. Aber auch hier können wir direkt was abwickeln. Ihr meintet nämlich auf jeden Fall alle Derbys selbst spielen. Darunter zähle ich Leverkusen, darunter zähle ich Gladbach und natürlich den ersten FC Köln. Gegen den spielen wir natürlich auch direkt den Pokal. Was eine Geschichte. 29. Oktober gegen meinen Herzensclub. Ich denke, das sieht man zumindest anhand vom Hintergrund schon ganz alleine. Aber trotz allem heißt es hier Fortuna Düsseldorf. Wir müssen weiterkommen. Ich will da nicht schon wieder, wie auch schon in der bereits vergangenen Karriere, in der ersten Runde ausscheiden. Ich will den Pokal wegen ein Stück weit weitergehen. Wenn wir dann auch schon im Kalender sind, handle ich direkt das nächste Thema ab. Ihr meintet nämlich auch, ein Monat ist eine Folge. Was bedeutet, die nächste Folge ist im September, die Folge dann drauf ist der Oktober, November, Dezember und dann kommt auch schon wieder die Transferphase. In jedem Monat werden wir so zwischen 2 und 3 Spielen spielen. Ja, je nachdem, wie das Ganze läuft. Fleißige Kommentare, ganz oft Transfervorschläge, die ich jetzt erstmal nach hinten schieben wollen würde. Also ad acta, zumindest mal ein Stück weit jetzt, ja, bis es dann wieder Richtung Wintertransferphase geht. Im Dezember würde ich da dann natürlich wieder auf euch zurückkommen und die Transfervorschläge auch wieder mit aufnehmen. Ich will noch immer ein Stück weit besser mit euch interagieren. Sehr, sehr viele folgen mir bereits auf Instagram. Mach du das Ganze jetzt auch noch, wenn du da drauf Bock hast. Ich blende euch den Namen hier unten jetzt einfach mal ein. Genauso auch, wenn ihr den Link dazu in der Videobeschreibung, denn auch da wird es regelmäßig Abstimmungen geben zu dem ganzen Thema der Fortuna Düsseldorf-Karriere, wenn es Kleinigkeiten gibt, die ich außerhalb von einem Video klären will. Also da auf jeden Fall immer mal gerne folgen. Ist natürlich kostenlos, um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein und natürlich auch die Mitwirkung dahingehend ein bisschen dabei zu haben. Eure Formationsvorschläge waren ähnlich wie die, die ich jetzt aktuell drin habe. Dann habt ihr mir auch auf Instagram geschrieben, Kovnatski. Das habe ich die ganze Zeit falsch ausgesprochen. Ich habe immer, glaube ich, Kovnatschni oder irgendwie so gesagt. Kovnatski, ich hoffe, das Ganze versuche ich jetzt so ein Stück weit einzuprägen, wird sich dann bei mir auch nach und nach etablieren. Kovnatski, ja, sollte auf jeden Fall dahingehend passen. Thema Kovnatski, passendes Stichwort. Ihr meintet, der soll auf die Bank und Jatta soll ins rechte Mittelfeld. Ich habe selber gesagt, ich will schnelle Spieler. Bakary Jatta ist da einer davon. Und deshalb spielt er auf der rechten Seite, links haben wir dann Nelson, wobei wir könnten auch Nelson nach rechts stellen, aber wir lassen es jetzt einfach mal vorerst so. Mendes vorne drin, habt ihr auch gemeint, könnte man es so stehen lassen, aber ich würde jetzt auch ein Stück weit eher mal mit dem Routinier Ruven Hennings gehen. Das Ganze kann sich natürlich auch noch wieder ändern und Thema Formation, meintet ihr auch, bleib in etwa so. Es gibt noch eine einzige Änderung, Agu soll wieder raus. Ihr meinte, Torunariga in die Startformation kann auch Linksverteidiger spielen, machen wir jetzt so auch wieder und Agu soll in die Trainingseinheit. Das werden wir dann im Anschluss natürlich auch noch ändern. Aktuell haben wir hier Lovren, Geiger, wir haben dann Van de Voort, wir haben hier Ofori und zu guter Letzt noch Pedro Mendes. Thema Geiger, habt ihr mir auch einen fetten Kommentar reingeschrieben, der auch sehr, sehr viele Likes bekommen hat. Wir sollen da die Trikotnummer ändern und dann machen wir das natürlich auch, denn aktuell, wenn mich nicht alles täuscht, hat er die Nummer 17 und das ist natürlich die Nummer der Legende Lumpy Lampertz. Viele von euch kennen den vermutlich auch noch und deshalb heißt es hier Trikotnummern ändern. Ich glaube, bei der TSG hat er die 8 gehabt, bei uns hat die Ayman Barkok und dann werden wir das einfach wechseln. Dennis Geiger hat jetzt bei uns die 8 und damit haben wir das Thema auch abgehandelt. Wenn wir schon bei den Spielern sind, nächstes passendes Thema auch von euch in den Kommentaren gestanden und für mich jetzt auch eine Abstimmung, die an euch geht. Kevin Stöger, ja, er ist ja auf der Transferliste, wir haben ihn nicht verkauft. Für den Winter lasse ich ihn auch erstmal noch drauf, aber sollen wir ihn bis dahin Stamm spielen lassen? Denn es 77 ist schon gut. Zum einen natürlich, wenn wir selbst spielen, die Qualität, die merkt man auf dem Platz, genauso aber dann auch, wenn man simuliert. Ihr entscheidet das Ganze. Kevin Stöger, Stammspieler, ja oder nein? Was ich direkt am Anfang vergessen habe zu sagen und ich das Ganze jetzt im Nachhinein noch aufnehme, um das Ganze hier reinzuschneiden, seid ihr neu auf dem Kanal, lasst jetzt schon mal ein kostenloses Abo da. Die Infokarte dazu findet ihr jetzt hier oben und dann ist die nächste Abstimmung für euch eigentlich direkt im Anschluss, denn beziehungsweise keine Abstimmung, sondern vielmehr ein Aufwand oder eine Aufforderung, Kommentare zu schreiben. Sollen wir hier die Taktiken anpassen? Wenn ja, wie sollen wir das Ganze machen? Aktuell haben wir hier ein typisches 4-4-1-1 ohne große irgendwie individuelle Taktiken. Wenn wir sehr defensiv, defensiv, offensiv und das gleiche sehr offensiv auch noch anpassen sollen, das Ganze mit Formation, dem Offensivstil und auch dem Defensivstil, dann schreibt mir das Ganze jetzt mal in die Kommentare. Langes Intro, lange organisatorische Themen zu Beginn. Jetzt heißt es aber Spannung, jetzt heißt es, es wird ernst mit 3 Änderungen. Hennings, Torunariga und ich glaube noch Bakary Jatta. Diese 3 im Vergleich zu der letzten Partie, die ja alles andere als gut verlaufen ist. Trotz allem 0 Punkte nach 2 Spielen. Frankfurt kommt und das ist ein krasser Gegner mit Trapp, Durm, Hinteregger, Abraham und Touré. Dann haben wir hier Kor zusammen mit Rode auf der 8 bzw. 6. Links Kostic, rechts Snodgrass, Orellana auf der 10 und vorne drin ist Bastos. Auch die Bank kann sich definitiv sehen lassen. Unser Team ist ja eigentlich bekannt. Trotzdem schauen wir es uns nochmal an. Steffen ist hinten drin. Dann haben wir die Viererkette, Torunariga, Ayhan, Nuhu,
Uhu, Wagnoman, davor Nelson, Geiger, Kuisos und auch Jatta, vorne dann auf der 10 Stöger und ganz vorne Ruben Hennings. Und wie gesagt, wir komplett in den weißen Trikots mit leichten roten Akzenten. Die Frankfurter Eintracht kommt hier in schwarz, weiß, rot, blau und was weiß ich, was da alles dabei ist. Vielleicht ist auch gar kein Blau dabei. Auf jeden Fall ist es ganz klar, dass Frankfurt hier als absoluter Favorit in diese Partie geht. Wir noch immer torlos, wir noch immer punktlos. Das Ganze soll sich in dieser Partie ändern. Jetzt aber Frankfurt, die Flanke ist gut! Und da haben wir die 10. Spielminute. Die Chance in der Entstehung, habt ihr gerade noch gesehen, war unfassbar unglücklich, denn eigentlich haben wir das Ding sogar schon verteidigt gehabt. Und dann ist es Snodgrass hier mit dem Kopfballtor und Zach Steffen ohne Chance. Ja, und da müssen wir auch wieder ansetzen. Ihr seht, wo die Schwächen sind. Unsere Verteidiger komischerweise gar nicht da. Der Keeper kann einem leid tun, die Flanke hier von Bas Dost. Wir haben eigentlich den Kontakt schon. Und dann muss Adams Nuhu raus, denn sonst ist in der Mitte auch alles einfach durcheinander und so alles frei. Wir haben keine Chance. Es steht wieder 1:0 und wieder früh, 10. Spielminute, die SGE geht früh in Führung. Wieder Frankfurt, das geht alles zu schnell. Zach Steffen und dann muss er nochmal hin. Der Ball ist übersichtlich in die Mitte gespielt. Dann aber Gott sei Dank abseits, 18. Spielminute. Das hier ist Erik Durm. Die Hereingabe war, glaube ich, dann nicht das Abseits, sondern einfach schon zuvor vom ehemaligen Dortmunder Spieler und auch Nationalspieler. Das ist viel zu einfach. Wir sind zu schwach in den Zweikämpfen. Jetzt aber mal gut gespielt. Bakary Jatta hat den Vorsprung und mit seinem Tempo muss er den eigentlich auch beibehalten. Ist im 16er gar kein Foul von Durm. Ein perfektes Tackling aus dem Lehrbuch und damit die nächste Chance, die leider einfach mal so wieder futsch geht. Und ihr habt wieder mal gesehen, die Tempodefizite, die sind komplett unrealistisch. Wir müssen, glaube ich, hier nochmal eins runter vom gegnerischen Tempo. Jetzt Bakary Jatta, Ball in der Mitte, aber auch wieder weg. Oh mein Gott! 37. 2:0, wieder Snodgrass. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Der hämmert das Ding in den Knick und lässt Zach Steffen keine Chance. Also wir machen das gut, wir verteidigen eigentlich stark, abwarten, wollen da gar nicht irgendwie zu hektisch rausrücken und dann so ein Traumtor. Wir gucken nochmal drauf, hier auch schlechtes Stellungsspiel von Torunariga und dann ist natürlich auch eine riesen Lücke da. Zach Steffen trifft da gar keine Schuld. Mit dem linken Fuß haut er das Ding aus knapp 17, 18 Metern ja hinten in den Knick. Gar keine Chance für den US-amerikanischen Keeper bei uns. Es steht 2:0 und Frankfurt wird ihrer Favoritenrolle gerecht und wir müssen gucken. Irgendwann brauchen wir die Punkte. Wieder Frankfurt, wieder zu einfach, wieder Tor, 44. Und so langsam aber sicher werde ich richtig sauer hier drin, denn wir haben alles verstellt. Ich habe sogar nochmal einen Punkt vom Tempo runter. Es macht so keinen Spaß, für euch nicht und für mich nicht. Wir müssen hier eine passende Lösung finden. Das ist katastrophal. Jetzt mal Bakary Jatta, gut durchgesetzt. Vorbei an Abraham und jetzt haben wir eigentlich eine 2 gegen 1 Situation. Das ist Jatta, unten ist alles frei. Der Ball kommt auf Kuisos, es ist kein Abseits. Kovnatski! 90. Spielminute, willkommen in der Bundesliga Fortuna Düsseldorf. Das ist der Anschluss, aber das war wieder Not gegen Elend und das in den eigenen Reihen. Wir haben unfassbar viel Glück. Abseits wird hier aufgehoben, weil sie sich gegenseitig umgrätschen und dann ist es Kovnatski. Keine Chance für Kevin Trapp. Endlich ist das Ding drin. Mendes kommt jetzt für Jatta und wir markieren unseren ersten Treffer in dieser Saison. Das Ganze im dritten Spiel. Trotz allem bleibt es leider bei 0 Punkten. Das erste Mal für uns jetzt dann auch Pressekonferenz. Wir gehen das erste Mal rein und für euch die nächste Abstimmung hier oben über die Infokarte. Sollen wir Pressekonferenzen machen? Wenn ja, wie oft soll ich die dran drehen? Habt ihr da überhaupt Bock drauf? Einfach mal ja oder nein hier oben abstimmen. Warum durfte Jong heute nicht spielen? Gut, es ging um sein Debüt. Er braucht noch Zeit. Auch das wird ihm vermutlich nicht hundertprozentig gefallen. Bakary Jatta, erstes Spiel. Er kann auch mehr, ist ja auch logisch. Er fühlt sich trotzdem nicht angegriffen. Und Sargent, ja gut, das sind die gleichen Fragen aufgrund der ganzen Neuzugänge. Aber damit ist die Pressekonferenz jetzt dann auch zu Ende. Und bisher sind wir auch am Ende, zumindest mit unseren Nerven. Mendes, Agu, Van de Voort, Jatta, Wagnoman. Das ist die neue Trainingseinheit. Hier noch eine kleine Information am Rande. Davor Lovren haben wir jetzt ein Jahr verliehen zu West Bromwich, wobei das Ganze ja erst zum Winter dann über die Bühne geht. Also zur Wintertransferphase ist das Ganze dann auch bestätigt, denke ich zumindest mal. Also ich glaube jetzt nicht, dass Lovren jetzt schon weg ist, wobei wir das Ganze ganz kurz mal testen könnten. Wir schauen auf die Transferzentrale, schauen uns dann die ganzen Spieler an. Unser Keeper ist verliehen, Gül genauso. Und dann haben wir eigentlich noch immer in den eigenen Reihen. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Ah, hier, Lovren. Genau, bei Beginn der Transferperiode wechselt zu West Bromwich. Der VfL Wolfsburg wartet. Wir gehen gleich ins nächste Spiel. Vorab, es gibt eine kleine Änderung. 4-2-3-1 war von euch auch in die Kommentaren gestanden. Will ich jetzt mal probieren. Zwei typische Sechser für ein bisschen mehr Stabilität für die Defensive. Links Nelson, rechts Kovnacki. Der hat sich einfach hier jetzt auch komplett dann auch überzeugen können, oder uns überzeugen können. Denn das Tor, das kommt nicht von ungefähr. Stöger auf der 10, noch immer Hennings vorne drin. Ja, wir probieren es einfach mal mit dieser Startelf zu Hause gegen den VfL aus Wolfsburg. Die Wölfe natürlich auch hier der Favorit.
Favorit. Die ersten drei Spiele allesamt gewonnen und gegen uns gewinnen sie das Ganze auch. Es ist ein 3:1 und Hennings zwischenzeitlich mit dem Ausgleich. Allerdings ist es Kedira, Klaus und Augusto und wir verlieren das vierte Spiel in Folge. Herzlich willkommen im Borussia Park, die Choreo im Hintergrund und diese Statistik. Offensiv schwächstes Team mit nur zwei Treffern, das sind wir. 3:1 in Wolfsburg mit dem Anschluss, 3:1 auch in Frankfurt mit dem Anschluss. Und ja, es heißt nur zwei Tore und es heißt jetzt, es muss Änderungen geben. Wir sind angespannt als Coach, denn auch der Vorstand will natürlich uns den Rücken stärken, aber mit nur Niederlagen kann das gar nicht so einfach gehen. Unsere Startelf ist bekannt, jetzt heißt es die von der Borussia uns anzuschauen und hoffentlich nehmen wir was mit. Aber auch hier ist ganz klar, für Borussia gelten nur drei Punkte und für uns wäre alles andere als null Punkte schon eine brutal positive Überraschung. Hier haben wir die Startformation mit Sommer im Tor, dann vermutlich eine Viererkette mit Wendt, Stevens, dann haben wir Elvedi und Benzabaini, haben wir Kramer, Zakaria, Bennes, ein sehr zentrales Mittelfeld vorne, Plea, Thuram und Hermann und das ist also in einem 4-3-3 direkt eine offensive Formation. Die wollen hier loslegen wie die Feuerwehr, das müssen wir verhindern und vielleicht genau mit dem Mittel der Borussia dann auch dieses Team genauso schlagen. Mit den gegnerischen Mitteln dem Team für Probleme sorgen. Das ist unser Ziel. Ja, der Anstoß ist erfolgt und wir sind brutal angespannt. Die nächste Niederlage würde bedeuten, der Abstiegskampf ist eigentlich schon kaum zu vermeiden. Trotzdem immer neue Impulse setzen. Wir haben gewechselt. Ich will aber gar nicht so viel durcheinander reinbringen. Anfangs ist es viel, weil wir die richtige Statistik, die richtige Taktik, wir müssen alles richtig finden. Und bei Gladbach sollte das bis hierhin vermutlich funktionieren. Wir werden halt noch viel rotieren, bis wir irgendwann diese eine Startformation gefunden haben. Denn das ist natürlich auch grundsätzlich die wichtigste Voraussetzung. Alles andere würde uns auch nicht weiterbringen. Gladbach kommt das erste Mal, das ist doch Abseits. Es ist kein Abseits? Doch. 8. Spielminute, Kramer eingesetzt von Thuram. Das Ganze im Abseits, Gott sei Dank. Nicht zu laut sagen, denn sonst ändert sich das Ganze. Adams Nuhu, Ball zurückgelegt, gerade gesagt. Steffen das erste Mal im Einsatz. 23. Spielminute, ich glaube es war Benesch. Jetzt steht er direkt wieder am Eckball. Die darauffolgende Ecke von Benesch, Kovnatski, weg damit. Nein, die Kugel muss raus. Wir schaffen es nicht. Wieder Benesch, Ball zurück im Rückraum. Wir sind zu 2:3 da. Wir müssen hier Kramer jetzt davor stoppen. Oskar Wendt, die Kugel raus. Gladbach mit Powerplay, Gladbach mit einem richtig guten Spiel und wir eigentlich nur in der Defensive zu finden. Jetzt ist da wieder eine riesen Lücke. Geiger schließt diese nicht und dann Thuram und dann wieder Sex Steffen. Und jetzt kehrt mal ein bisschen Ruhe ein. Kovnatski hoch hier zu Bakary Yatta und der wieder runter auf Kovnatski. Aber dann im letzten Moment von Nico Elvedi hier geklärt. Das ist die nächste Annäherung. Gladbach nimmt ein bisschen Tempo aus dem Spiel und gleich sind die Chancen für uns da. Reece Nelson, jetzt wohin? Vielleicht wieder Kovnatski suchen. Der Pole ist da. Kovnatski spitzer Winkel und dann Sommer, aber dann der Rebound und dann auf der Linie geklärt. Wow, was eine Rettungsaktion. Ja, nur zum Köpfe schütteln. Guckt euch dieses Ding nochmal an. Was ein Strahl von Yatta und was eine Klärung hier von Elvedi. Den kann man eigentlich so physikalisch gar nicht klären. Trotz allem macht er das hier. Die darauffolgende Ecke, Kevin Stöger an den kurzen Pfosten. So, Podcast ist mit da und dann auch Torunariga. Der Schiedsrichter pfeift zur Pause. Es geht torlos in die Kabine. Jetzt Thuram und nein, Adams Nuhu zu weit weg. Und dann ist es ein riskantes, aber ein Tackling, das gut geht. Und jetzt wieder in die andere Richtung über Stöger und dann vielleicht mal im Zusammenspiel. Stöger, das ist glaube ich kein Abseits. Das ist ein schöner, schneller Doppelpass von Kovnatski auf Stöger und der muss ihn jetzt nur noch machen. Dann ist es wieder der Rebound, aber wieder auf Sommer. 68. Minute, dass es hier 0-0 steht, das grenzt an ein Wunder. Doppelwechsel bei uns, Stöger geht am Pomakom dafür in die Partie und es kommt auch noch Josh Sargent, das Ganze also hier für Bakary Yatta und wir wollen in der Offensive weiter da sein. Ampoma hier erste Balleroberung, erste Kugel, die er schön verteilt auf Sargent, also die beiden Spiele, die gerade frisch ins Spiel gekommen sind. Wendt ist zu weit weg und dann hat ihn Sargent auf dem Fuß. Sargent und den Kopfball bekommt er nicht. Nächste Großchance, die zweite Halbzeit gehört uns. Da sind wir die bessere Mannschaft. Ampoma, Sargent, wieder gut gespielt. Das sieht so schön aus. Trotz allem, wir müssen uns hier belohnen. Und mindestens mal mit dem Punkt. Der würde sowas von in Ordnung gehen. Dieser Agu macht eine überragende Partie und lässt da wirklich gar nichts anbrennen. Jetzt wieder Sargent, mach ihn, Junge. Sargent, nein, wieder Sommer und Ampoma kommt nicht ran. Es ist wirklich zum Haare raufen. In Halbzeit 1 für Gladbach, in Halbzeit 2 für uns, dass hier keine Tore fallen. Letzter, dritter und letzter Wechsel bei uns. Mikhail Kuisors kommt für Marcel Sobotka für ein bisschen mehr Stabilität jetzt im Mittelfeld. Gladbach ist bei uns vorne da und die werden auch nochmal eine Chance bekommen. Hier ist die gerade angesprochene Chance. Vielleicht können wir es in die andere Richtung verlagern. Schaffen wir nicht. Ball abgefälscht. Und jetzt Torunariga, das ist Thuram. Ball muss irgendwie geklärt werden und dann ist er doch noch da und dann ist es das Tor. 90+2, Gladbach geht in Führung. Und warum? Weil wir den Ball wieder nicht wegbekommen und wieder über komplette Umwege bei der Borussia hier bleibt. Es ist zum Verzweifeln.
Es ist so bitter, das fünfte Spiel in Folge geht verloren. Zach Steffen am Boden zerstört. Hier haben wir doch die Kugel eigentlich. Hier! Und dann bleibt er trotzdem bei Thuram. Es ist auch wieder ein typisches FIFA-Tor. Ball in die Mitte und die Einwechslung hat sich bezahlt gemacht. Argo läuft vorbei. Steffen ohne Chance. Das ist die letzte Aktion gewesen. Wir werden zwar nochmal alles nach vorne werfen hier, aber der Schiedsrichter wird auch diesen Angriff vermutlich unterbinden. Genauso ist es. Wir verlieren auch tatsächlich in Gladbach denkbar knapp mit 1:0. Unser Team im Hintergrund, die Simulation abgebrochen. Mendes im Sturm, die einzige Änderung für Kovnatski. Wir sind also doch im Spiel. Ich wollte eigentlich nur zwei Spiele selbst spielen. Ich mache es aber das dritte noch gegen Freiburg dazu, denn das ist mittlerweile vielleicht sogar schon richtungsweisendes. Wir müssen hier Punkte mitnehmen. Ja, wir sind unter Druck. Mit Schwolo im Tor kommen hier also die Gäste. Dann haben wir Heinz, Lienhardt und Koch. Vermutlich dann mit Außenverteidigern links Günther, rechts Rawehe, Höfler und Haberer in die Mitte. Dann haben wir Bröpper und Waldschmidt als Doppelspitze. Also auch da. Nee, wobei Höhler, das ist auch eine richtig offensive Taktik hier vom Sportclub aus Freiburg. Die wollen ja auch einiges mitnehmen. Unser Team ist ja soweit bekannt. Hier haben wir Kevin Stöger, der immer besser auch reinfindet. Aber wir brauchen jetzt Punkte. Wir müssen uns dafür belohnen. Wir sind gegen Gladbach mindestens gleichwertig gewesen und haben da leider wieder mal Punkte verloren und starten hier auch schon mit einem Fehlpass. Das darf uns nicht direkt um die eigenen Ohren fliegen. Starkes Tackling. Argo hat die Kugel wieder. Jetzt ruhig ins Spiel kommen, das Spiel selber aufbauen, positiv gestalten und dann glaube ich, dass man hier was mitnehmen kann. Da bin ich jetzt fest davon überzeugt. Erste Annäherung ist aber hier von Robin Koch geklärt. Vielleicht hat man es ganz kurz an meinem Gesichtsausdruck hier auch schon wieder vermerken können oder spüren können, dass ich gedacht habe, dieses Ding ist drin. Das ist so gut gespielt und dann ist er vorbei. Weil ich nicht dachte, dass ich nochmal rankomme und deshalb habe ich aus Versehen ein schlechtes Time-Finish gemacht. Sobotka haut das Ding. Ach du Scheiße, wo geht denn die Kugel hin? Ja gut, 37. Spielminute, das ist die zweite große Chance für uns im Spiel. Freiburg kommt ein bisschen besser rein, es ist ein sehr ausgeglichenes Spiel, neutralisiert sich aber so im Mittelfeld. Ganz, ganz selten hier Chancen, aber wenn, dann sind die auch durch uns bedingt. Entweder durch Fehler bei uns in der Defensive oder durch sehr, sehr schöne offensive Angriffe. Das ist Jatta, das ist Mendes, aber zuletzt geklärt dann hier, ich glaube, von Dominik Heinz. Nächster Anlauf, diesmal Stöger direkt und diesmal wird Schwolo geprüft. Komm schon, hochfahren, die Fans mitnehmen, 41. Spielminute. Die darauffolgende Ecke wird kurz getreten. Adams Nuhu ist da. Der Ball aber geklärt und hoffentlich kein direkter Gegenzug. Dieser Zweikampf muss uns gehören. Wir dürfen diese Kugel hier nicht weiterlassen. Das ist allerdings gut gemacht von Günther. Dann den Ball auf Höhler, der die große Chance hatte, dann von Adams Nuhu im letzten Moment vereitelt. Und was ein Tackling von Agu. Das ist so überragend. Der Mann, der spielt hier, als wäre er schon eh und je bei uns. Der macht eine so souveräne Ausstrahlung. Aber solche Dinger dürfen nicht passieren. Das taktische Foul dann hier von Geiger nachträglich auch mit Gelb noch vermutlich geahndet. 2 Minuten gibt es obendrauf. Geht es hier wieder torlos in die Pause? Ja, der Ball ist ja nicht ganz so gut. Und damit heißt es jetzt, der Schiedsrichter pfeift ab. Die gelbe Karte wird es noch geben. Und dann geht es wieder mit einem 0-0 in die Katakomben. Oder auch nicht. Ganz im Gegenteil. Die Kugel wieder drin. 54. Es ist zum Verzweifeln. Es ist wieder so ein einfaches Gegentor, weil wir die Spieler nicht bekommen und dann auch nicht in den Zweikampf kommen. Die Kugel ist drin und jetzt, ich werfe jetzt alles rein, es ist mir völlig egal. Ich gehe wieder aufs 3-5-2 mit einem 10er, 2-8, dann Steffen trifft gar keine Chance, wir werden wechseln und wir brauchen jetzt Tore. Es muss jetzt hier was gehen. Nelson, das sieht gut aus, da haben wir die Chance, aber der Ball ist wieder bei Nelson, noch immer aber gefährlich im 16er. Nelson macht das dann gut und jetzt zurück und jetzt muss er rein und jetzt ist er drin. 79. Spielminute, endlich. Mann, Vollgas jetzt im Spiel, es ist eine Katastrophe, was wir hier spielen. Die zweite Halbzeit ist so schlecht, vor allem auch nach dem Rückstand. Es ist so, so schlecht. Hier aber gut, Nelson macht das stark, dann zurück und dann haben wir Stöger und dann ist die Hoffnung zurück. Oh, es gibt die rote Karte, 87. Spielminute, Adams, Nuhu, die Grätsche von hinten. Allerdings habe ich es aus Versehen übersprungen. Wir haben ja gar keine Zeit zu verlieren. Wir müssen jetzt auch komplett ins Risiko gehen, ob wir jetzt in Unterzahl sind oder nicht. Ich bleibe der Formation hier treu. Wir brauchen vorne Chancen und das ist eigentlich eine von diesen. Das hier ist Reece Nelson, macht die Pille Reece Nelson und dann ist es so ein schwacher Schuss, er kann auch nicht mehr. Großchance nochmal zum Ende, trotz Unterzahl. Es bleibt vermutlich hier, zumindest Stand jetzt, bei diesem Unentschieden. Außer wir kriegen die Kugel nochmal vor. Ball nochmal in eine gefährliche Zone, aber das ist wahrscheinlich zu weit weg. Der Schiedsrichter pfeift ab. Wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein. Es war wirklich nicht verdient. Aber trotzdem ist es der erste Punkt. Steffen am Boden zerstört und alle sind irgendwie nicht ganz, wissen nicht so recht, wo sie hin sollen. Es ist ein Ding zwischen Verzweiflung, zwischen Zufriedenheit, zwischen Abfall von Druck, aber trotzdem nur ein einziger Punkt gegen Freiburg.
Und das zum Ende dieser Episode. Es ist schon unfassbar bitter. Das nächste Spiel, die Berliner Hertha. Wir haben einen Punkt, stehen auf Platz 17. Noch ist natürlich auch alles offen Richtung Klassenerhalt. Die Berliner Hertha auch in greifbarer Nähe. Aber dann müsste man so ein Duell vielleicht mal für sich entscheiden. Das Ganze in der nächsten Episode. Also zum Abschluss hier der Blick auf die Tabelle. Und für euch jetzt noch die Abstimmung in Sachen Spiele für die nächste Episode. Es heißt einmal Hertha, es heißt Mainz, es heißt Paderborn und eigentlich Köln sowieso. Das werden wir auf jeden Fall spielen. Ihr dürft also abstimmen gegen welches der drei Teams. Hertha, Mainz oder Paderborn. Das ist ein Monat. Aus diesem könnten wir unfassbar viele Punkte mitnehmen, vielleicht sogar auch weiterkommen im DFB-Pokal und damit auch wieder die Situation aktuell ein bisschen stabilisieren. Und schreibt mir unbedingt Vorschläge rein. Was sollen wir in Sachen Einstellungen, Schwierigkeitsgrad noch machen? Ich will auf ultimativ bleiben, denn für mich ist es schon der richtige Schwierigkeitsgrad, aber wir haben halt auch ein sehr schwaches Team. Ich habe uns hier sogar noch mal ein bisschen höher gemacht. Ich würde noch mal eins höher stellen, weil wir viel langsamer sind als der Gegner und trotzdem ist es noch immer hier so. Auch die Torwartfähigkeit werde ich vielleicht mal um eins runter machen. Verbessert mich gerne da dazu in den Kommentaren und auch in Sachen Startformation, wenn es Änderungen gibt. Und dann bin ich doch schon sehr angepisst, muss ich sagen, jetzt hier auch dann zum Ende dieser Episode, aber auch irgendwie fällt ein bisschen Last ab. Wir haben tatsächlich Platz 18 verlassen, haben einen einzigen Punkt geholt und trotzdem bin ich nicht ganz so zufrieden. Ihr sicherlich auch nicht, das muss sich ändern und deshalb würde ich sagen, lasst gerne einen Support da, lasst gerne einen Daumen da, denn dann kommt die nächste Episode auch so schnell wie möglich. Ich werde mich sofort ransetzen, schreibt Kommentare und abonniert sehr, sehr gerne kostenlos, falls ihr neu seid. Und ansonsten heißt es hier eigentlich vielen, vielen Dank für den Support. Vielen Dank auch für die Aufmerksamkeit. Bis zum Ende. Ich wünsche euch was. Haut rein und ciao.